Kreuzzug 2020 hier im Inquisitionspalast zum nächsten Battle Report. Heute gibt's die Imperial Fists gegen die Harlekine. Viel Spaß dabei! Ja, hallo Freunde! Imperiale Grüße! Ich spiele heute die Imperial Fists. Da habe ich richtig Bock drauf. Ein Vanguard Detachment, 1481 Punkte, 82er Power Level. Angeführt wird das Ganze vom Chapter Master. Er ist aufgewertet, also vom Captain. Er ist aufgewertet zum Chapter Master plus Sturmschild und Jump Pack. Dazu noch zweimal Warlord Trade, einmal in Dummy Table und The Imperium Sword. Als Waffe kriegt ihr noch das Relic Blade. Und obendrauf, damit, wenn es nicht geil genug ist, gibt es noch als Relic The Eternal, The Shield Eternal, so heißt es. Das wird für einen 5er Philo Pain sorgen. In der Kombination mit Schild und Schwert und Rüster und was weiß ich nicht alles, ist der hoffentlich so geil, dass der allem widersteht, was da entgegenkommt. So zumindest mein gedanklicher Plan. Ob der aufgeht, werden wir am Ende dieses Matches sehen. Immerhin wird er begleitet von der schwersten Infanterie, die das Imperium zu bieten hat, Centurions. Und wer mag sie nicht? Centurions sind einfach zu geil. Centurions sind, ich weiß nicht, wie geil die sind, aber die sind so geil, dass es hier unheimlich kalt wird und meine Brust, naja, ich gehe nicht auf die Details ein. Die sind ausgerüstet, das sind nämlich Assault Centurions, ausgerüstet mit Melter Gun und Siege Drill. Und in der Brust tragen die Jungs den Assault Launcher, Centurion Assault Rocket Launcher. Und damit die auch noch länger auf dem Schlachtfeld hantieren dürfen und können und sollen, steht neben den Jungs der gute Primaris Apo. Ja, der ist auch aufgewertet zum Chapter Apothecarius, zum Chief Apothecarius und durch Selfless Healer hat er noch dieses, ja, diese Fähigkeit, schön und gut zu reanimieren, zu retten und was das Zeug hält, denn das brauchen die Jungs heute, denn mit den Harlekinen ist nicht gut Kirschen essen, das steht schon mal fest aus Erfahrungen. Daneben steht ein Redemptor Dreadnought, so wie er ist, mit Fragstorm, Grenade Launcher, Heavy Onslaught Gatling Cannon, Icarus Rocket Pod, Onslaught Gatling Cannon und die Redemptor Fist. Den muss ich wahrscheinlich ja, gut und taktisch spielen, denn ich weiß nicht, wie viel Melter die Jungs heute mit sich tragen, die Harlekine, aber ich weiß ja, dass die ganz viele am Start haben. Neben dem Redemptor steht ein Vanguard Veteran Squad. 6 Leute insgesamt, alle ausgerüstet mit Sturmschild. Der Sergeant hat auch einen Relic Blade und einer von den Jungs trägt noch einen Thunderhammer mit sich. Die muss ich mal schauen gleich, ob ich die aufstelle oder schocken lasse, je nachdem, was die Mission da hergibt. Da werde ich mich ein bisschen dran orientieren. Und zum Schluss, weil es nicht genug Centurions sind, gibt es noch einen Centurion Devastator Squad. Die sind ausgerüstet mit der Graph Cannon und ebenfalls den Centurion Missile Launcher. Das soll die kleine elitäre Streitmacht der Imperial Fists heute sein. Die versucht, ja, die lustigen Harlekine heute zu besiegen. Drückt mir dabei mal alle Daumen, die ihr habt. Ja, auch herzlich willkommen meinerseits. Ich bin der Stash und habe heute wieder die Freude, meine Harlekine in die Schlacht gegen die Verteidiger Terras zu führen.
Kommen wir einmal zur Armeeliste. Ich habe die Harlekine des Mask-Stils Soaring Spite the Serpent's Blood. Das sind jene turbogetriebenen, super-duper schnellen Harlekine dabei. Und 1500 Punkte auf dem Kopf, 73er Power Level, was auch immer das bedeuten soll. 9 Kommandopunkte verbleiben mir nach Ausgabe von Pre-Game-Kommandopunkten. Gehen wir einmal die Armeeliste durch. Wir haben ganz am Anfang unseren Shadowseer, der auch gleichzeitig mein Warlord ist. Er ist ausgestattet mit einem Miststave für den Nahkampf, einer Schurikenpistole und einem halluzinogenen Granatwerfer. Er ist Psioniker und verfügt über die Fähigkeiten Smite, Twilight Pathways und Veil of Tears. Er hat die Rolle Shield from Harm von mir erhalten. Das ist jene, um ja im Grunde Infanterieeinheiten werden da um minus 1 schlechter verwundet. Er ist außerdem mein Warlord und hat den Warlord-Trait Player of Twilight. Damit kann ich Kommandopunkte, die mein Gegner ausgibt, ja, auf 5 plus, nee, nicht auf 5 plus, auf der jeweiligen Höhe der ausgegebenen Kommandopunkte muss ich gleich erwürfeln, um diese Anzahl meinem Pool hinzuzufügen. Mein Gott, ist das kompliziert zu erklären. Direkt daneben steht der Inkarn. Ich habe mir überlegt, bei 1500 Punkten, was kannst du mitnehmen, was die Leute noch nicht gesehen haben. Ich sage, komm, ne, was soll der Geiz? 290 Punkte, der Inkarn, der ist heute dabei, ne? Und im Grunde er ist ein namhaftes Charaktermodell, verhindert an sich, dass man ein anderes mitnehmen kann. Also heute werden wir keinen Solitär sehen. Er ist ausgestattet mit den Psi-Kräften Gaze of Inead, Smite und Ancestor's Grace. Zu seiner Rechten befindet sich mein Troop Master. Er ist ausgestattet mit einer Fusion Pistol, einem Harlequin's Blade, und hat von mir das Relic The Twilight Fang erhalten. Er hat die Rolle Choreographer of War, der Choreograf des Krieges quasi. Damit kann eine verbündete Mask-Einheit quasi Verwundungen im Nahkampf wiederholen. Er hat kein Upgrade zum Great Harlequin erhalten. Und das pinke Bäumchen kennen ja jetzt schon einige, das markiert im Grunde genommen meinen Troop Master. Er hat von mir einen weitere Pivotal Role gekriegt, und zwar den Darkness Bite. Das bedeutet, nachdem er gekämpft hat, kann ich ein gegnerisches Modell oder Einheit auswählen. Diese erhalten dann 2 tödliche Wunden. So, dann gehen wir einmal weiter nach rechts. Da haben wir unsere beiden Death Jesters stehen. Im Grunde genommen der eine Death Jester in lila, der ist ausgestattet mit dem Relikt, oh Gott, Chigorak's Lament, das ist die, die Relic Sniper Knarre. Dann hat er von mir die Rolle Tod ist nicht genug bekommen. Das heißt, wenn mein Gegner durch einen verpatzten Moralwerttest flieht, kann ich mir das Modell aussuchen, das flieht. Und außerdem Harvester of Torment. Wenn ich auf eine Einheit schieße, die mehr als 6 Modelle drin hat, dann zählt ein Treffer als 3 Treffer. Ja, zu seiner Rechten steht der in Schatten gewandte Death Jester. Der ist ganz normal ausgerüstet mit der normalen Shurikenkanone. Ne, Shrieker-Cannon heißen ja Shrieker-Cannon. Und der hat von mir bekommen Humbling Cruelty. Das ist jene Rolle, die verhindert, dass mein Gegner Abwehrfeuer geben kann, wenn ich den Gegner einfach nur getroffen habe, meine ich. Ja, einfach nur treffen. Und macht die Gegner auch langsamer on top. So, das war die völlig Item und Relic und Trade und Rollen überlastete HQ und Elite Slot-Auswahl. Wir kommen einmal weiter zu unserer Sturmauswahl. Da haben wir einen 6er-Trupp Sky Weaver, alle ausgerüstet mit einer Haywire Cannon,
Also im Grunde genommen gut gegen Fahrzeuge. Zum Glück hat der Inquisitor heute nur einen einzigen Dreadnought dabei. Naja, dann seht ihr fünfmal die, wie heißen die nochmal? Die heißen C4-Gleven für den Nahkampf. Und ganz vorne der, der auch ein bisschen anders aussieht, er hat eine Sternenbola von mir erhalten. Ja, last but not least, auch ein bisschen das, was meiner Armee den wirklichen Punch gibt, haben wir ja, 3 Fünfer Troops in Star Weavern mit eingebauten Minus 1. Ja, alle ausgerüstet mit einer Fusion Pistol und Harlequins Embrace. Ne? Das Ziel der Armee ist es, schnell zum Gegner rüber zu fahren, so viel Schaden wie möglich anzurichten. Ja, und den Rest dann quasi im Nahkampf aufzumischen. Ich bin gespannt, wie es läuft. Ich freue mich drauf. Los geht's. Genau, auf geht's. Und jetzt suchen wir uns schnell eine Mission aus und Sekundärmissionsziele. Und dann würde ich sagen, geht Bimbambule hier mal richtig los, oder? Jawohl, ja. So, wir haben uns eine wunderbare Mission erwürfelt aus dem Regelbuch Ewiger Krieg, Einsatzverband, Krieg an der Front. Und genauso sieht sie auch aus, denn anscheinend waren auf diesem Planeten XY ungelöst schon mal irgendwelche alten imperialen Basen von den Imperial Fists, aber irgendwie scheinen sich da Xenos-Wurzeln auszubreiten. Ne? Man weiß nicht genau, was da los ist. Man sieht eine Landeplattform mit Droppods, die Besatzung scheint weg zu sein. Ebenso hier im Manufaktorum ein alter Baneblade. Der Imperial Fists, der wahrscheinlich auch aufgegeben werden musste durch diese Xenos, Xenoserie, die sich da abspielt. Keine Ahnung. Jedenfalls sind die Imperial Fists wieder ausgesandt worden und sollen die letzten Relikte dieser aufgegebenen Welt dann doch noch bergen. Ja, und zwar haben wir 4 Missionszielmarker, wo wir bei den Relikten sind. Das wäre einmal hier in einer Aufstellungszone. Holy Storm kennen, weiß ich nicht. Dann hier einen gefallenen Bruder der Blood Ravens. Was der zu suchen hat, weiß kein Mensch. Ein Teleporthumor inklusive dem wahrscheinlich wertvollsten Sturmschild der Geschichte. Und hier ist irgendwo noch, wie immer, irgendeiner vergisst es halt. Tease of Terror bleibt immer liegen. Ich verstehe nicht warum. Die Aufstellungszonen sind halt über die ganze Platte, also einmal von links nach rechts hier, so bis da und dann 10 Zoll hoch und das gleiche auf der anderen Seite. Ja, mehr gibt es zu der Aufstellung gar nicht zu erzählen, außer die Geländestücke sind, die Ruinen sind Ruinen, die spielen wir als Ruinen. Die Hügel, ja, spielen wir als Hügel, sind halt, da kann man nicht drauf, nicht drunter, nicht durch. Drüber maximal für fliegende Einheiten. Ja, alles andere ist wie gehabt. Wir machen das ganz einfach. Ne? Hier Sichtblocker, dicker, fetter Sichtblocker in der Mitte. Ja, Wald ist auch noch dabei. Und das Heiligste, was das Imperium zu bieten hat, ist auch noch da. Ob das Ausschlag geben wird, sein wird hier an der Geschichte hier für die Heiligkeit und für den Moralwert. Man weiß es nicht. Vielleicht noch eine Sache zum Anmerken. Wir haben in der Mitte ja unseren großen Sichtblocker. Wir spielen das, glaube ich, auch so, dass man unten drunter nicht durchgucken kann. Genau. Ne? Ja, ja. Unser Landepad da. Richtig. Ne? Man kann zwar runter, dann ist man wie ganz normal im Gelände, aber man kann nicht durchschauen. Also wenn man dahinter steht und davor steht, kann man nichts sehen. Alles klar. So spielen wir das. Ja, möchtest du mal deine Sekundärmissionsziele erwähnen? Ja, also als Harlekine ist man natürlich schnell und killy unterwegs. Ja. Ich habe mir ausgesucht Behind Enemy Lines. Du hast ja eine sehr stationäre Armee, würde ja, ich sagen. Ja, ich auch. Ne? Und ich versuche da quasi hinzukommen und den Kampf zum Gegner zu tragen. Ja, grind them down. Ich versuche mehr von der Spielplatte zu fegen als du. Ja. Und dann gibt halt Krieg an der Front als sekundäres Missionsziel Critical Terrain vor. Wenn ich es schaffe, in deiner Aufstellungszone das Missionsziel zu halten, kriege ich dafür extra Punkte. Boah. Und auch weitere 2 Siegespunkte für jeden von mir kontrollierten Missionszielmarker, der sich nicht in der Aufstellungszone deines Gegners befindet. In dem Fall wäre das hier der gefallene Bruder der Blood Ravens und dieses kostbarste Schild aller Zeiten.
hervorragend gesprochen. Ich habe mir ausgesucht Octarius Daten, die würde ich gerne sammeln, denn hier und da sind bestimmt noch wichtige Daten zu sammeln, die von irgendwelchen Tech-Adepten liegen gelassen worden sind oder wie auch immer. Assassination bietet sich an bei 5 Charakter, die du hast. Mhm. Und ebenfalls Critical Terrain möchte ich mal ausprobieren. Aber wie du schon bemerkt hast, ich bin sehr stationär, sehr langsam. Wir werden sehen, was das Spiel gibt. Ja, wir suchen uns... Nee, Quatsch. Wir müssen jetzt würfeln, wer sich die Seite aussucht, nicht wahr? Mhm. So, dann würfeln wir mal, wer sich die Seite aussuchen darf. Du. Ja. Dann, ja, kommen wir wieder, wenn wir alles aufgebaut haben, die Seiten gewählt wurden und dann, ja, sind wir wieder da, würde ich sagen. Ja, bis gleich. Da sind wir wieder. Die Aufstellung ist beendet. Die Harlekine hatten ja die erste Einheit aufzustellen. Und ja, im Grunde genommen haben sie einen Hinterhalt gelegt auf dieser Exoditenwelt, wo das dreiste Imperium meinte, einen Außenposten errichten zu müssen. Wir fangen einmal ganz links an. Da haben sich in der Nähe des Baneblades die Skyweaver versteckt. Im Grunde genommen so, dass sie in der ersten Runde nicht beschossen werden können. Daneben versteckt sich der Avatar des Iniat, quasi Iniats Avatar. Quasi. Zu seiner Rechten, auch sehr versteckt, der Shadow Seer, the Seer of Shadows. Muss. In der Mitte haben wir zweimal Skyweaver. In beiden sitzt jeweils ein 5er-Troop mit Fusionspistolen drin. Und dazwischen, auch nicht feige, stehen... Sondern taktisch, ja. Taktisch stehen beide... stehen beide Death Jester und warten darauf, dass sich für beide ein Ziel ergibt. Ganz rechts wird das imperiale Sanctum durch kontaminiert. Die Clowns entweiht. Wir bevorzugen entweiht. Entweihen, ja. Naja. Ja, und wir blicken auf das, was da kommt. Ja, prima, prima. Und dann gehen wir mal rüber zu den Imperial Fists, denn die sind ja auf dem Planeten erneut gelandet und müssen sich quasi durchschlagen zu ihrer alten Basis, hier zu diesen Landungskapseln. Ja, und so ist ja im Prinzip ein Stormlord eigentlich, so ein bisschen mit der Luke hier. Naja, ist auch egal. Auf jeden Fall sind die hier gelandet und die verstecken sich erstmal total sneaky. Denn, ja, die beobachten, ja, und gucken, was da los ist. Das ist der nicht geheuer. Auf gar keinen Fall, denn so komische Wälder hier mit so komischen Farben, das können die gar nicht ab. Ne, alles schön grau betonieren, asphaltieren, mit Ceramid oder wie heißt das, Keramid hochziehen, das können die, aber nee, sowas Grünes und nee, das ist viel zu viel. Also Natur ist nicht imperial. Überhaupt nicht. Sehr gut gesagt. Na, jedenfalls steht hier alles, was ich gerade auf dem Spielfeld habe. Der 6er-Trupp Assault Centurions hat sich hier reingequetscht. Das Missionsziel ist quasi auf dem Boden, aber da es halt nicht flach ist und da keiner drauf stehen kann, steht es erstmal in der ersten Etage. Sobald die da weg sind, wird es wieder ins Erdgeschoss gelegt. Dahinter steht der Redemptor Dreadnought und der Apothecarius und der Chapter Master stehen ebenfalls bestmöglichst verdeckt. In der Schockreserve ist hier einmal der Trupp Vanguard Veterans, der steht hier. Und für sage und schreibe 3 Kommandopunkte habe ich die Devastor, Devastor Centurions, die habe ich in die strategische Reserve gesteckt. Ich kann mir richtig vorstellen, wie die Imperial Fists unten im Gebäude alle so die Augenbraue erhoben haben. Mhm. Und denken, ja, ist irgendwie nicht geheuer. Irgendwas ist hier fadenscheinig, ne? Ja, irgendwie, ne? Ja, wir werden sehen. Man muss ja, ich habe gelernt, man muss immer taktisch agieren und taktisch spielen und vor allem taktisch aufbauen. Hm. Das ist das A und A. Ne? Sag mal so. Lass uns mal jetzt den Wurf für die erste Runde wagen. Und da bin ich mal gespannt, wie der nämlich hier ausgehen wird. Denn ich glaube, die Bolter sind eigentlich schon heiß, wenn ich welche dabei hätte. Habe ja gar keine. Ja, dann haben die Imperial Fists den ersten Zug. Obwohl ich die gar nicht möchte eigentlich. Aber ich muss ja jetzt. Und dann sehen wir uns zügig wieder nach der Aufstellung. Ne, Quatsch, nach der Bewegungsphase. Natürlich, Imperium kommt tapfer voran. Ja. Gib mir ein Ziel.
Ja, die Jungs, die sind immer noch sehr, 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 sehr vorsichtig. Bisschen Zucker noch oben drauf. Denn ja, die sind zwar langsam, aber die sind auch unentschlossen. Ich bin hier stehen geblieben hinter der Wand, hinter dem Sichtblocker. Der einzige, der sich ein bisschen bewegt hat, ist hier der Contemptor Dreadnought, der Redemptor Dreadnought. Wir haben das ausgemessen. Also ich stehe genau noch sicher. Hier bis zu dieser Linie wäre ich in feindlicher Melter Range. Und ja, ich habe das einfach mal riskiert, habe ihn nach vorne bewegt und mehr ist in meiner Runde überhaupt nicht passiert. Es ist traurig, es ist aber so. Denn der Battle Report sollte noch wenigstens bis zur dritten Runde kommen. Und deswegen gebe ich jetzt ab an die Harlekine. So, wir sind Zug 1 der Harlekine. In der Kommandophase habe ich erstmal einen Kommandopunkt hinzubekommen, habe jetzt insgesamt 10 Stück. Dann haben sich die Harlekine bewegt. Wir fangen einmal auf der linken Seite an. Die Bikes haben sich so weit wie möglich nach vorne bewegt mit ihrer, ja, mit Advanced. Schaffen die ja bis zu 22 Zoll. Das haben sie getan, um möglichst weit nach vorne zu kommen, um dem Gegner hinterher in den Rücken fallen zu können. So sind sie. Na ja, na. Zu seiner Rechten hat sich ein Skyweaver nach vorne bewegt, um den heiligen Schild einzunehmen. Ach, das ist Blasphemie. Dann hat sich der Inkan nach vorne bewegt, wo die Bikes vorher standen. Steht immer noch ein bisschen so, dass er nicht gesehen wird. Ja, und dahinter hat sich der Shadowseer bewegt, um so ein bisschen, sag ich mal, Schocktruppen ein bisschen zu verhindern. So sneaky, sneaky, ja. Irgendwas. Hinter dem Landepad hat sich, hat sich der Skyweaver leicht geschabbelt, steht immer noch jetzt schützend vor den Snipern. Und sehr zu gut. Rechten hat sich, der Skyweaver mit dem Troopmaster innen drin vom verheerten, entweihten, imperialen, hast du dich gesehen, den hier Typen, ne, entfernt, um auch den Blood Raven einzunehmen. Ja, so viel zur Bewegungsphase. Ich würde einmal ganz schnell in die Psi-Phase übergehen. Ja. Wer weiß, was jetzt gleich noch passiert. Ich möchte einmal bei dem Shadows hier anfangen. Ja. Der möchte auf sich selber. Auf sich selber möchte der Veil of Tears zaubern. Das ist minus 1 auf Trefferwürfe. Den hat er ja nicht eingebaut. Und das schaffe ich auf eine 7. Komm, paar. Haben wir geschafft. Ah, schade. Hätte jetzt ein paar Mortal Wounds auf sich selber, wäre cool gewesen. Dann hätte ich für meinen Incarn, da zaubere ich Ancestor's Grace. Einfach, dass der Einsen wiederholen kann. Wer weiß, was passiert. Man weiß es nicht. Ich brauche eine 5 dafür. Und da ist die Doppel. als hättest du es gesagt. Ja, ne? Schön. So, ich gebe meinen ersten Kommandopunkt aus. Ja. Und werde das Ganze rerollen. Bitte. Und mal gucken, wie es jetzt läuft. Ja, Sir. Viel besser. Läuft. Damit hat er jetzt Einsen wiederholen im Nahkampf. Damit beende ich meine Psi-Phase. Sind das die einzigen beiden Psioniker? Das sind die einzigen beiden Psioniker, die ich habe. Okay. Ich habe auch keine Ziele, die ich beschießen könnte und demnach auch keine Nahkampfphase. Dann sind wir auch schon in der ersten Runde hier durch bei dir? Jawohl. Ja, super. Dann zweite Runde Imperial Fists. Am Ende der Bewegungsphase Zug 2 haben sich die Imperial Fists alle bewegt. Und jetzt wo sie gesehen haben, dass sie es mal wieder mit Xenos-Abschaum zu tun haben, sind sie an allen Fronten vorgerückt. Ich habe aber vorher noch einen Befehlspunkt bekommen. Ich bin jetzt sage und schreibe wieder bei 6. Ich habe ja in der ersten Phase auch einen bekommen, keinen ausgegeben. Und jetzt habe ich 6 volle Kommandopunkte zur Verfügung und werde die auch gnadenlos wegballern gleich, wenn es sein muss. Sowas von. Jedenfalls ist in der Bewegungsphase noch passiert. Also der Apothekarius hier unten zum Missionszielmarker. Die Centurions sind durch die Türen, durch die Fenster gesprungen, gebrochen nach vorne Richtung Feind. Der Captain, den ich ja auch logischerweise eigentlich habe mitlaufen lassen für die Centurions, damit die eins wiederholen dürfen, aber dann wieder festgestellt, dass sie kein Core sind und deswegen ist er völlig useless hier und deswegen ist das auch nicht so schlimm. Aber egal, die sind trotzdem geil, deswegen spiele ich die trotzdem immer wieder gerne. So, ich habe mich gerade mal kurz hier echauffiert. Der Redemptor Dreadnought ist auch nach vorne. Aus der Schockreserve sind die Vanguard Veterans gekommen, die versuchen gleich hier diesen bösen
aber unheimlich schön bemalten Flieger anzugreifen. Ach, danke. Bitteschön. Und aus der strategischen, strategischen Reserve sind die Centurions gekommen. Die werden jetzt gleich hier noch Octarius Daten sammeln. Dann gebe ich aber noch ein CP aus, dass die, nachdem die Aktion ausgeführt haben, schießen dürfen. Ich weiß jetzt nicht, wie das Stratagem heißt, aber es gibt's. Ich gucke gleich mal nach. Ja, das ist der Plan. Und anfangen würden wir auch, glaube ich, denn Psi-Phase gibt es nicht. Anfangen zu schießen werden, glaube ich, hier die, die Jungs hier. Ja, dann wie angekündigt, dürfen die noch schießen, denn ich habe ja die 2 CPs bezahlt für das Stratagem Uncompromising Fire, dass die nach der Aktion, weil die haben ja unten Daten gesammelt, noch schießen dürfen. Du bekommst sie vielleicht zurück, ne? Ja, wenn das sind 2 Kommandopunkte und ein Player of Twilight, der Shadowseers auf dem Feld, wenn ich eine 2 würfle, dann kriege ich 2 Kommandopunkte. Oh, hey! Der hat eine 2er-Würfel ausgepackt. Sehr gut. Als erstes möchte ich mit den Assault Centurion Missile Launcher, also mit den Centurion Missile Launcher schießen. Das sind 5 Jungs und die haben jeweils D3 Schuss. Das ist einer, das sind dann 2, nochmal 2 und nochmal 2 und 3. Jawohl. Das sieht gut aus. Minus 1 zu Hit hast du gesagt, bist du, ne? Jawohl. Aus irgendwelchen Gründen haben die irgendwie ein... Ja, das ist diese Sonderregel. Ich glaube, das heißt irgendwas halluzinogene Farben oder sowas. Ah ja, das ist, ja, ist ja voll die LSD-Truppe. Ja, man sieht das auch irgendwie. Gut, dann ist es nur die 4. Die bekommen keinen Abzug wegen schwerer Waffen. Die haben irgendwelche Omniskope, weiß der Deibel, was die haben. Wir kriegen die keinen Abzug auf schwere Waffen. Auf die 4. Was haben wir da? 5 Stück, oder? 5 Stück. Stärke 8 auf Widerstand? 4. Auf die 2? 4-mal. 4-mal? 5-mal. 5-mal, genau. Danke, ich habe einen schälen Blick durch die Cam. Wie viel Schaden machen die pro? Die machen dann D3 Schaden. D3 Schaden, okay, dann mal 5-mal auf die 4 plus. Komm, dann scheide ich mich ein direkt für ein CP zu wiederholen. CP Reroll. Ein CP Reroll. Ne. 4 Stück gehen durch. Wie viele Lebenspunkte haben die? Einer hat jeweils 3 Lebenspunkte. Dann der erste. Für einen. Zweite. Einer geht's. Jawohl. Der dritte. Noch einer geht's. Der vierte. Und der fünfte. 3 gehen. 3 gehen, das ist so gut. Das ist nicht schlecht. Dann haben die Jungs aber noch, das war ja die Brust, womit die geschossen haben. Und jetzt schießen wir mit der Graph Cannon. Da hat jeder 4 Schuss. Das sind dann eine Menge Schuss. Die würfel ich mal ganz schnell geschwind off-cam und dann... Das waren jetzt so viele Schüsse aus der Brust, ne? Hoffentlich kommen die restlichen nicht aus dem Gemächt. Die kommen aus der Hüfte. Ja, die würfel ich aber ganz schnell mal ohne Kamera. So, die Centurions, die haben auch mit ihren Graf-Kanonen geschossen, quasi, ja, wie gesagt, aus der Hüfte heraus. Da sind jetzt nicht mehr so, einer ist noch gegangen, ne? Ja, insgesamt sind 4 Stück gestorben und einer hat noch einen Lebenspunkt. Genau. Die Raketen waren eindeutig besser, aber nichtsdestotrotz sind, wie gesagt, 4 weg. Und jetzt wollen wir noch den Moralwert abwarten. Ja. Vielleicht, mit ganz viel imperialem Glück, hat ja der Centurion der Buster Squad seinen Dienst getan und der Trupp geht. So, was hast du für einen Moralwert? Ich habe gerade mal geschaut, ich habe einen Moralwert von 8. Ja. Ich habe 4 Modelle verloren. Nee. Ich gebe 2 Kommandopunkte aus. Ah. Für Heldenmut, wahnsinniger Heldenmut und der Trupp bleibt stehen. Ah. Na, okay. Ja, alles klar. Ich habe viel Angst. Gut, dann Schussphase hier mit den Centurions machen wir dann weiter. So, dann wird als allererstes der Redemptor Dreadnought auf das fliegende Ungeheuer hier schießen. Wie heißt die? Starweaver? Starweaver, ja. Starweaver, ja.
Abgemessen haben wir leider, kommt nur die Heavy Onslaught Gatling Cannon ran. Und weil ich ja total verpeilt bin, hätte ich in meiner Kommandophase auch auf ihm sprechen können, weil der Core ist, dass er alle Trefferwürfe wiederholen darf. Jetzt sind halt nur die Einsen, die ich wiederholen darf. Das macht nichts. Das sind 12 Schuss mit der Heavy Onslaught Gatling Cannon auf deinen Star Weaver. Minus 1 to Hit. Das wäre natürlich jetzt total geil gewesen, hätte ich daran gedacht, aber es ist wie es ist. Auf die 4. Das ist trotzdem nicht schlecht. Da ist einer rausgefallen. Treffer die 1 kann ich wiederholen. Das ist raus, raus, raus. Ja, ist okay. Die 1 wiederhole ich. So eine 4. Stärke 6, Widerstand 5. Auf die 3. Das ist wiederum traurig, ne? Lutent wäre nicht schlecht. 1, 2, 3 mal minus 2 wegen der Devastador-Doktrin. Alles klar, ich habe ja einen eingebauten 4 plus Rettungswurf. Jawohl. Wie viel Schaden machen die? Ein Schaden nur. Das ist gut. Ein Schaden soweit. Das war leider nicht so erquickend. Jetzt schießen auch nur noch die 6 Assault Launcher, also Rocket Launcher von den Centurions, denn die Melter-Kanonen oder Pistolen kommen nicht ran. Wie viel Schuss können wir da versuchen zu generieren? Mhm. Ich hoffe eine Menge. Ja, das ist einer, das sind wieder 2, das sind wieder 2, das ist einer, das sind 3 und das sind 2. Okay, auch wieder minus 1, nicht wahr? Jawohl. Dann auf die 4. Oh, emotional gewürfelt. Nichts zum Wiederholen, aber ich könnte per CP eventuell einen mir gönnen, denn ich glaube, das ist eine schlechte Ausbeute. Wenn du aber viel rechtschaffender hast gegen Xenos dabei. Auf jeden Fall. Ja, der ganze Tisch hat hier Wackel. CP Reroll? Nö. Nee. Dieses minus 1 ist schon sehr, sehr unangenehm. Und dann Widerstand, sagst du? 5. Dann auf die 3. Oh. Jawohl, 4 mal minus 3, also auf den Retter quasi, wegen der Devastator. Auf meinen 4er Retter. Das war eh vergessen, aber ist ja wurscht. Oh, spannend. Ja, mächtig. Einer geht durch. D3 Schaden. Für 3. Hat er noch 2. Schön. Hätte ich mir gerne anders ausgemalt, die ganze Chose. Jetzt gibt es noch eine spannende Sache abzuhalten. Und zwar den Charge hier. Wo tun wir denn hin? Da, komm, machen wir da, genau. Wo wir es hatten. Genau. Achso, ja, das ist dann die 9. Mhm. So, hast du irgendwie, kannst du Apfelfeuer, möchtest du Apfelfeuer? Nee, möchte ich nicht. Come at me. Ich traue mich eigentlich nicht. Na, das wär's gedacht. Schon mal die 6. Oh, gute Chance, gute Chance. CP? Ja, muss ich ja, aber jetzt kommt doch wieder was, jetzt kommt wieder eine 1 und eine 2 oder sowas, ey. Meier. Ja. Oh, ich hasse das Spiel. Hab ich gesagt? Ja, das war ein erfolgreicher Charge, das war ein Meier. Ganz hervorragend. Ja, das war die zweite Runde der Imperial Fists und dann ja, bin ich mal gespannt, wie viel überbleibt. So, wir befinden uns in der zweiten Runde der Harlequins. In der Kommandopunkte haben wir uns erstmal unsere Missionszielpunkte aufgeschrieben. Mhm. Ich habe einen Kommandopunkt hinzubekommen. Nach Abrechnung des wahnsinnigen Heldenmutes und weil ich nicht alles gemacht habe, verbleibt mir ein Rest von 10 Kommandopunkten. Gehen wir einmal zu der Bewegung an sich über. Wir fangen einmal links an. Der Inkan ist nach vorne gestürmt und will gleich Rache für die verstorbenen Skyweaver nehmen. Die Skyweaver haben sich ein wenig aus der Affäre gezogen, sie sind bestimmt nach rechts geflogen, werden wahrscheinlich noch zerschossen. Ich habe ein bisschen damit gerechnet und gebe jetzt einen Kommandopunkt für prismatische Unschärfe. Ich habe mit denen Advanced, die haben jetzt einen 3 plus Rettungswurf, damit verbleibe ich auf 9 Kommandopunkten. Unten hat sich der Shadowseer leicht nach rechts bewegt. Im Moment kann er ja nicht so geschossen werden. Der versucht gleich auch noch ein bisschen zu zaubern.
Zu unserer Rechten hat sich der Death Jester oben auf das Landing Pad begeben und hat erstmal geschaut, ob er es schafft, gleichzeitig Missionsziel zu halten und was zu beschießen. Das ist nicht möglich. Der in Schatten gewandte Shadow Seer. Ja, der da oben, der ist so schattig, dass ich ihn gar nicht sehe. Den kannst du ja nicht sehen. Ne? Ja. Der hat sich oben hin bewegt und möchte gleich hier drüben deine Vanguard Veterans sind das? Mhm. Deine Vanguard Veterans beschießen mit seiner Waffe, um die ein bisschen langsamer zu machen. Ja, und der Rest ist natürlich Harlequin-like, ne? All in. Ne? Alle drei Skyweaver sind nach Sky oder Star? Star. Skyweaver. Das weiß doch nur der, der sie spielt. Keine Ahnung. Sind nach vorne gestürmt. Todesmutig in die Fronten der Space Marines hinein. Ich habe natürlich so ein Transhuman-Gefühl innerlich. Ne? Ja, ich weiß es aber nicht. Ich auch nicht. Ne? Und wollen gleich mal gucken, was sie mit ihren Fusion Pistols auf Scorn nehmen können. Dafür haben wir ein bisschen geschaffelt. Ne? Und jetzt schauen wir mal, was passiert. Ich möchte aber einmal kurz in die Psi-Phase übergehen. Gerne doch. Dafür nehme ich mir einmal das Dice Tray. So, das legen wir einmal hier zum Shadows hier. Die erste Kraft, die er wirken möchte, ich brauche mal schnell einen Würfel, ist auf sich selber wieder Veil of Tears, um -1 auf Trefferwürfe zu haben. Und auf 7. Das klappt mit einem Meier. Ne? Der gute Meier. Der gute alte Meier. Ne? Das klappt nicht. Dann versucht er aber nochmal auf sich selber Twilight Pathways zu zaubern. Mal gucken, ob das abgeht. Das geht auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, das geht auf jeden Fall. Ich glaube, es hat 6 oder 7, aber auf jeden Fall nicht mehr. Das heißt, er hat gleich noch eine weitere Bewegungsphase. Das möchte ich dann direkt einmal mit ihm machen. Mhm. Ich renne direkt mit ihm. Ne? Dann hat er nochmal 11 Zoll insgesamt zusätzlich auf seine Bewegung. Die macht er gleich hier in Richtung Zähne von Terra. Dann möchte vorne der Inkarn einmal auf sich selber Ancestors Grace zaubern. Wer weiß, was noch passiert. Wobei ich glaube, da passiert nichts. Ne? Machen wir einfach. Komm. Was ist das? Das ist, dass er Einsen wiederholen kann. Hat er aber auch nicht geschafft. Er braucht eine 5 oder eine 6. Er ist nicht so, ne? So fit im Zauber. Heute, ne? heute ist nicht so eine Zauberphase. Ne? Ja. Ja, damit habe ich die Psi-Phase auch beendet und treffen wir uns gleich wieder in der Schussphase. Runde 2, Schussphase der Harlequins. Wir fangen zu unserer linken Seite an. Die beiden Skyweaver möchten ihre Haywire-Kanonen in den Dreadnought entladen. Ja, ne, das ist natürlich pre-measured, ne, wir wissen, das kommt ran. Die Waffen haben jeweils W6 Schuss. Warte mal, ich muss irgendwas gucken. Nee, mach ruhig. Warte nicht auf mich. Kein Smokescreen, mach alles ruhig, klar. Mach ruhig. Also 2 W6 Schuss für grandiose 8 Schuss. 4, 6, 8. Du hast kein Minus, ich treffe dich auf die 3. Sind alle bis auf 2 und dann mache ich tödliche Wunden ab 4+. 6 machen, ja, das sind schon mal 2 tödliche Wunden, mhm. Und einmal W3, das sind jetzt insgesamt 6 4 tödliche Wunden. 4, ja, noch weniger, wunderbar. Wunderbar, dann haben wir den Beschuss schon mal abgehandelt. Ja. Dann gehen wir einmal oben über zu dem rechten, wo mein Troopmaster drin sitzt. Da sitzt mein Troopmaster und 5 Troops drin, alle mit einer Fusion Pistol ausgerüstet. Da mein Troopmaster ein bisschen besser schießen kann, würde ich mit dem anfangen. Der trifft deinen Dreadnought an der Stelle. Also alles schießt auf deinen Dreadnought. Mhm. Erstmal der Troopmaster. Also alles aus dem Fahrzeug. Ja. Trifft auf 2+. Ja. Erstmal der Troopmaster trifft, Stärke 8. Auf die 3. Auf die 3. Jawohl. Hast du einen Rettungswurf? Nee. Was hast du für eine Stärke? Stärke 8 minus 4. Ja, dann machen wir Schaden. So, die Fusion Pistol haben noch die Regel halbe Waffenreichweite, 2W6, ja. Highest Pick für 6. Ja, das ist da jetzt bei 11, ne? 6, 5, 4 sind 10. Soweit. Aber nicht 5, ja, 10. Ja, hat er noch 3. Hat er noch 3 und dann kommen 5 Fusion Pistols hinterher. Ja, dann, selbst wenn die dann nur einen machen würde. Ja, gib mal eben einen Würfel bitte. Was, du willst? Ja, was, ja. Was?
Nein! Geht nicht in die Luft. Ich entferne gleich dieses Gerät. Sehr gut. Dann machen wir direkt weiter. Ich möchte jetzt mit meinen anderen Fahrzeugen, bleiben mir noch deine Centurions über. Ja. Jetzt ist die Frage, ob du da ein Kontrastradar entzünden möchtest. Was für? Wieso? Transhuman. Haben die nicht. Die haben keinen. Die haben? Nee. Ja, die sind völlig. Die sind völlig. Die sind was? Völlig. Das sind Space Marines in Space Marine Rüstung. Ja, richtig, aber keine Primaris. Und das ist ja das Traurige, ne? Dass laut Regeln die Boys absolut fallen gelassen wurden. Aber ist mir egal, ich finde die geil, deswegen spiele ich die. Also ich sagte ja, die sind ja nicht mehr Core, die haben keinen Transhuman, die haben keinen Retter, die haben keinen Feel No Pain, nix haben die. Die haben einen 6er Feel No Pain, was du machen kannst. Die haben jetzt haben die einen Feel No Pain, weil der Apothekarius jetzt da steht. Okay. Aber sonst haben die nur einen 2er Rüster. Okay. Ja. Gut, dann schade, Popade, der erste 5er Trupp auf die Dreien. Das verwundert mich. Widerstand 5. Mhm. Dann wieder auf die Dreien. So, das ist mit Melta-Regel der erste. Ja, ich darf aber noch. Du hast ja minus 4, ne? Minus 4, ja. Ja, ich habe die 6. Ah, du hast einen 2er Rüster. Die haben 2er Rüster, ja. Okay. Wie viel waren das? Das waren 3. 3 Stück. Auf die 6. Pardon, ich dachte, die hätten 3er. Nee, die haben 2er. Du hast dir jetzt so schlecht geredet. Ja. Jetzt konnte ich es schon selber nicht mehr leiden. Weil 2 gehen durch. Ne? 2 gehen Stück durch. Gehen durch, ja. Wunderbar, der erste. Für 3. Dreimal Philo Pain von dem Apothekarius, der hinter der Wand steht. Mhm. Auf die 6. Jo, noch 2 Lebenspunkte. Dann der zweite und letzte für 6. Das wird sportlich. Ja, aber selbst da ist einer tot. Oh. Ist aber jetzt auch nicht schlecht. Ne? Ja, aber den Apothekarius, der lohnt sich jetzt schon. Dann der letzte aus dem linken, aus dem mit noch 2 Lebenspunkten. Da treffen 4. Da verwunden 4. 4 mal auf die 6. Jawohl. Come on. Boah. Ha. Jawohl, gehen auch 2 durch. Wunderbar. Der erste. Für, Moment mal. Ach komm, den wiederhole ich. Ja, tu es. Für 6 hat es gelohnt. Habe ich noch 8 Kommandopunkte. Ist der eine tot? Ja. Noch einer tot. Und der zweite, der durchgegangen ist, für 4. Come on, Baby. Come on, eine 6. Also die Bikes selber können noch schießen, ne? Die Bikes haben schon geschossen. Die haben schon geschossen? Nein, ich meine die... Eine 6 ist da. Gut. Die Transporter können auch noch, ja. Ja, okay. Das sind gerade mal 2 Stück. Und einer hat einen Lebenspunkt, ne? Genau. Ja, super. Dann schießen die Transporter direkt hinterher, weil bringt ja nichts. Ne? Der Transporter mit noch 2 Lebenspunkten in deine Centurions. Stärke 6 auf Widerstand 5 verwundet auf die 3. 6en ja. Sind minus 3. Was auch sonst? Ne, so, das sind 3 normale Wunden auf deinen 2er und einmal auf den 5er. 3 normale Wunden? 2 mal auf den 5er. Habe ich. Perfekt. Und 2 mal auf die 5. 5 plus, genau. Habe ich. Huhu. Tough as nails. Centurions, ihr werdet ewig leben. Dann, der nächste. Jetzt mache ich mir langsam ein ganz klein bisschen Sorgen, so weit vorgeflogen zu sein. Ne? Ja, noch ist er nicht alle Tage Abend. So, das ist eine Wunde auf den 2er und eine auf den 5er. Auf den 2er. Puh. Und auf die 5. Woo, Centurions! Ja, und... Was seid ihr die geilsten, Jungen? Der letzte. Das sind 4 Treffer. Auf die 3. Das sind nochmal 2 auf deinen 2er und einer auf den 5er. Und jetzt komm, der letzte geht doch noch. Auf die 2. Ah. Ja, die muss ich wiederholen per CP. Auch wenn der 5er eigentlich wichtiger wäre. Ja, okay. Dann darf ich einmal probieren, ob ich den wiederkriege auf eine 1. Nein. Und jetzt muss der 5er auch noch sitzen. Ey, die kann ich nur leider nicht wiederholen. Komm. Ah. Okay, es sind 3 Tote. 3 tote Centurions. Ja, aber dafür, dass ungefähr die Hälfte meiner Armee drauf geballert hat, ist ja gar nicht schlecht, ne? Ja, war interessant, ja. Schön. Ja, dann habe ich nur noch eine Einheit, die jetzt schießen kann. Und das ist hier oben
Ein mysteriöser, in schwarz gekleideter Death Jester, der möchte auf deine Vanguard Veterans schießen. Der hat 20 Zoll Reichweite und Humbling. Moment. Irgendwas Cruelty. Ne? War doch immer, schießt. So, wenn ich die treffe, ich mache da 3 Schuss Profil. Wenn ich treffe, haben sie minus 2 Zoll auf Bewegung. Ja, das können kein Abwehrfeuer geben. Eine 2, da treffen sie. Meine Schurikenknarre hat Stärke 6 und Schurikenregel, also ich hoffe auf eine. Ja. Ne? Gut. Immerhin, ich habe getroffen und das reicht, minus 2 to move, um den minus 2 auf Movement zu geben. Ja, gut. Ich markiere mal irgendwie was. So. Damit endet meine Schussphase und ich überlege mir gerade ganz kräftig, ob ich mit irgendwann in den Nahkampf gehen möchte. Ich finde das irgendwie nicht gut. Nee, mache ich nicht. Okay. Dann entfernen wir die Verluste, schreiben eventuell Siegespunkte auf und kommen wieder in den Zug 3 der Imperial Fists. Wo fangen wir an? Fangen wir hier unten an. Die gehen in Polonaise hier um das Geländestück herum. Versuchen gleich das Feuer hier drauf zu eröffnen auf die zwei Boys, in der Hoffnung, dass sie auch noch drauf gehen, aber die haben ja noch aktuell den Dreier Retter am Start, ne? Das wird sicherlich schwierig. Am Ende der Bewegungsphase hat der Chief Apothecarius einen gefallenen Battle Brother zurück ins Leben geholt. Jetzt sind sie wieder zu viert und die schießen gleich hier auf diese Fahrzeuge. Ja, wie genau, was genau, ich bin mir da noch so unsicher. Ich habe so viel Angst in mir. Ist das einer von den Weggemeldeten, den er wiedergeholt hat? Ja. Dann geht es ihm aber schlecht. Der ist richtig schön gedünstet. Der ist gebrutzelt, ja. Hier ist der Chapter Master hinter das Geländestück gesprungen, hat das Missionsziel eingenommen und die Jungs sind advanced. Aber waren ja auch minus 2. Ich habe eine 2 gewürfelt, also bleibt es bei den 12 Zoll, die so mit dem Sprungmodul fliegen. Und der Marker dient hier als Gedächtnisstütze, dass sie da am Ende ihrer Bewegungsphase noch Octarius-Daten gesammelt haben. Ja, dann kommen wir zur Schussphase und wir fangen wohl an mit dem Centurion Squad, der hier steht. Das sind wieder 3x D3 Rockets. Auf die Bikes. Wie viel Schuss? Oh, stolz. Das ist schon eine gute Auswahl. Oder Anzahl, sagt man. Ne? Aber wieder minus 1. Jawohl. Minus 1 ist die 4. Ui, das ist auch wieder eine Ansage. Ne? Und die jetzt alle auf die 2, ne? Ja. Wegen Stärke 8. Ich habe da so ein blödes Gefühl für den Druck. Nee, du hast einen Dreier Retter. Ich kann mich an ein Spiel erinnern, ne? lang ist es her, da hat so ein heroischer Grandmaster unheimlich gut gegen Mutarion überlebt. Kannst du dich daran erinnern? Du meinst den Amboss. Ja. Das ist sein neuer Name. Ich glaube, er ist hochgelobt worden, ne, wo er nach Hause kam. Aber hallo. Ja, das sind 2 Einsen dabei. Mhm. 5x. 5x auf meinen jetzt Dreier-Retter. Dreier-Retter, genau. Die machen jeweils W3, ne? Genau. Dann muss ich die einzeln machen. Der erste. Ja. Geschafft. Der zweite. Geschafft. Der dritte. Geschafft. Vierter. Geschafft. Fünfter. Den wiederhole ich. Ja. Geschafft. Ja, wunderbar. Ich habe ja gesagt, es ist so ein Déjà-vu-Effekt ist aufgetreten. Nur weil du das gesagt hast. Hättest du nichts gesagt, hätte das nicht geklappt. Na, ich kenne deine Einzelwürfeltaktik. Genau, ja. Deswegen machst du es ja. Dann die Grafkanone, der erste Dude schießt auf die 4. Stimmt, die haben noch mehr Beschuss, ne? Ja. Der hat alle getroffen, Stärke 5 auf die 3 trotzdem. Jawohl, 3x minus 3, also auch wieder auf den Retter. Jawohl. Die machen Flat Damage, ne? 2 Schaden Flat. Ja. Dann kann ich die zusammenwürfeln. Die machen 2 Schaden Flat, weil du du hast einen 4er Rüster nochmal. Ich hab 4er Rüster, ja. Ja, dann ist der erste. Der ist einer, jawohl. Und dann haben wir noch, noch einmal. Jawohl. Auf die 4. Und auf die 3. Nochmal 2 Stück. Komm, Baby. Der ist weg. Ja. Der Hesse hat Luck wohl genug strapaziert. Ja, ich werde aber dann Summon from Death nutzen gleich, wenn wir es gemacht haben, und werde meinen Inkarn dahin bewegen. Ja. Ne? Nur schon mal als Ankündigung, dass mein Inkarn dann gleich da stehen wird. Ja, cool. Das ist ja schon mal etwas. Mhm.
Jetzt muss ich nur schauen, wie ich hier schieße. Ein Centurion-Kollege schießt auf das angeknackste Flugzeug. Mhm. Und ich denke, damit fangen wir an. Seine Rakete. Mhm. Darauf. Alles klar. So, das sind wie viel Schuss? Erstmal D3. Für 3 Schuss Raketen. Mhm. Und ja, auf die 4. Minus 1, nicht wahr? Mhm. Und Stärke 6? Auf die 3. Widerstand 6 hast du, ne? Widerstand 5. Auf die 3, Stärke 8. Jawohl. Auf den 4er Retter. Mhm. Geschafft. Zweimal Melter ganz. Einmal trifft. Mhm. Auf die 3. Jawohl. Auf die 4er. Na? Ja, geht das auf jeden Fall in die Luft, das Flugzeug. Das ist ja W6. Ne, du hast 3 Lebenspunkte, ne? Ne, 2 Lebenspunkte. Ja, das ist ja W6 plus 2, das sind 5 Schaden. Ja, dann auf die 6, ob er explodiert. Nein. Ich habe da 5 Dudes drin. Davon stirbt einer. Gut. Dann schießt noch einer auf den mittleren. Mhm. Wie viele Raketen? Für eine. Mhm. Auf die 4. Jawohl. Und auf die 3. Jawohl. Nö. Zweimal Meltergun. Mhm. Ja, nein, einmal nur. Auf die 3. Jawohl. Auf den 4er Retter. Gehalten. Und dann 2 auf den anderen hier. Mhm. Und dann würde ich sagen, machen wir erst die Raketen. Mhm. Das sind 3. 3. Wunderbar. Mhm. Dann auf die 4. Treffen alle. Und auf die 3. 2 Stück. Zwei. Dann auf einen 4er Rettungswurf. Da war ja klar. Da wären aber 4 gewesen. Ja, wäre gewesen, ne? Was ist denn hier los? Ja, du musst treffen. Einer. Das ist D3 Schaden. Für einen hat er noch 5. Traurig. Und dann sind das 4 Schuss Melter. Nix. Das ist noch trauriger. Mhm. Ja, dann wollen die aber chargen und zwar. Gut, also hier muss erstmal die People hinstellen. Ne? Machen wir immer einen Cut. Machen wir Offcam und dann geht's gleich weiter. Verluste wurden entfernt und markiert. Wir waren uns gar nicht mehr sicher, wer hier was bekommen hat. Aureal. Die Centurions möchten jetzt diese beiden Flieger anchargen. Schaffen die das? Schaffe ich den Charge? Ja, 106, wunderbar. Ich positioniere die ran und dann geht es noch ein bisschen im Nahkampf ab. Hoffen wir's. Ran positioniert wurde, es wurden CPs ausgegeben für verschiedene Stratagems. Was hast du da gemacht? Auf der rechten Seite für den orangenen Skyweaver habe ich blitzschnelle Reaktionen ausgegeben. Minus 1 auf den Trefferwurf jetzt auch im Nahkampf. Ja. Und für den linken, ich habe in der vorangegangenen Phase Schaden erlitten. Dann habe ich auf diesem Fahrzeug einen 3er Rettungswurf. Ja, solche Stratagems wünscht man sich auch als Space Marine, aber na gut. Grüße nicht. Grüße nicht. Als erstes haut der hier zu, der Sergeant, 5 Attacken auf diesen orangen Starweaver, minus 1 zu Hit, auf die 4. Ja, hat schon mal gelohnt. Das hat sich schon mal sehr gelohnt. Stärke 10. Stärke 10 sogar. Jetzt wow, habe ich dann auf die 2. Auf die 2, aber. So, ja, dann zweimal nur auf deinen Retter. Auf deinen 4er Retter. Ich kann in dieser Phase noch einen wiederholen und das. Moment, 3 Schaden machen sie, ne? Ja, kommt da passiert nichts. Nö, da kommt nichts. Und dann verliert er nur 3 Lebenspunkte. Ja. Und dann die Jungs, die anderen beiden, hoppala, auf deinen Anführerwagen. Das sind die normalen, aber durch Shock Assault immer eine Attacke mehr. Der ist aber nicht minus 1 zu hit, ne? Nee, aber der hat einen 3er Retter. Gut, aber dann ist es die 3. Ach. Und dann auf die 2. Mhm. 1, 2, 3, 4, 5. Wunderbar. 5 mal auf die 3 plus. Ja, hervorragend. Ist nichts passiert. Ist nichts passiert. Ah doch, die 2. Ja, die 2. Also er verliert 3, hat er noch 2. Ja.
Also nichts passiert, das sorge ich ja. Ja, alles gut. Gut, gut, das war dann die Runde der Space Marines. Ich schlage zurück. Er schlägt zurück. Na, das sind einmal drei Attacken von dem Orangen auf die Dreien. Jawohl. Und von dem Anführerfahrzeug auf die Dreien. Und dann auf die Vieren. Einmal kein Minus, ein Schaden. Auf die Zwei. Ja. Jo. So, dann Borotat. Jetzt. Ja. Ja. So, Runde 3 Harlekine. Taktisches Shifting, so nennt man das, glaube ich. Aha. Gehen wir einmal durch, was ist passiert. Auf der linken Seite ist der Inkan nach vorne gewandert und nimmt gleich die Centurion aufs Korn. Ja. Mal ein bisschen Rache üben für die Skyweaver, die da hingegangen sind. Okay. So, hier an unserer Homebase, unserem Missionsziel, da ist jetzt verwaist. Ne, die Zähne der Terras liegen frei und gebleckt auf dem Boden, weil sich alles zurückgezogen hat aus Angst vor den Vanguard Veterans. Mein Death Jester mit der Relic-Knarre hat sich so weit zurückgezogen, um noch Sichtlinie zu ihm hier zu ziehen. Zu ihm? Zu ihm, genau. Ja. Oben auf der Landeplattform drauf steht mein Humbling Cruelty Death Jester und möchte gleich Abwehrfeuer geben, Feuer eröffnen unten auf deine Assault Centurions, ja, damit die kein Abwehrfeuer geben können. Wie ihr seht, haben sich beide Star Weaver aus dem Nahkampf zurückgezogen mit der Rising Crescendo Regel. Mein Gott, kann man zurückfallen. Schießen und chargen. Würde mich nicht wundern, wenn man dann nochmal irgendwie... Ein Skyweaver hat sich hier zu deinem Warlord hinbegeben. Ja. Für Assassination. Ja. Auf der anderen Seite, hinter der Deckung, wo vorher noch der Apothekarius stand, steht jetzt der 3-Punkte Starweaver, der vorhin so heroisch überlebt hat. Und möchte den gleich aufs Korn nehmen. Ne, zusätzlich zu dem Kommandopunkt am Anfang der Runde sind wir bei 4 Kommandopunkten. Ich möchte einmal in die Zauberphase übergehen, das können wir direkt hier machen. Ja. Wir fangen mit dem Inkarn einmal an. Wunderbar. Und zwar möchte der Inkarn auf sich selber Ancestors Grace wirken. Das sind Einsen wiederholen. Auf die. Mal gucken, ob er das jetzt schafft. Ja, schafft er. Verraten Hero. Kannst du auf 4 plus irgendwas verhindern? Ich habe mit so psionischen Kräften nichts am Hut. Hast du nichts am Hut. Dann möchte er zusätzlich dazu einmal Smite auf deine Centurions wirken, auf die 5. Das geht ab für W3. Für einen ganzen, toll. Ja. Oben haben wir unseren... den hier. Jawohl. Oben haben wir unseren Typen. Ja. Der möchte gerne unten auf die. Oben, der möchte gerne unten. Aber der Shadow Seer, der Seer of Shadows, möchte Veil of Tears wirken auf den Troop hier unten. Dafür muss er 18 Zoll entfernt sein. Ja, das ist er. Ich brauche eine 7. Das geht ab. Das heißt, die haben jetzt minus 1 auf den Trefferwurf. Das markiere ich eben schnell. Und dann möchte er zusätzlich nochmal auf... der haut noch einen Smite raus. Mhm. Und zwar auch hier auf deine vorderen Assault Centurions. Gerne. Auf die 6. Geht nicht ab und werde ich auch nicht wiederholen. Damit ist die Psi-Phase zu Ende. Und wir treffen uns gleich in der Schussphase. So, Schussphase der Harlekins. Wir eröffnen mein Troop Master und sein 5er Troop möchten ihre Fusion Pistols in deinen. Ist das ein Chapter Master? Ja. Das ist ein Captain aufgewertet zum Chapter Master. Ja, ja, ja. Also ist gar nicht so schlimm, wenn er jetzt stirbt, weil es ist nur ein Captain. Ist nur ein. Wenn er jetzt Captain Lysander wäre, dann wäre es dramatisch. Ja, ist nur ein namenloser. Grab des namenlosen Helden. Der legt sich dazu eine Blood Rage rein. Na, wir fangen mit unserem 5er Troop an, die treffen auf die 3. Ja, toll. Und der hat ja ein eingebautes Transhuman, ne? Heißt nicht Transhuman, das ist Indomitable. Genau, das ist Warlord-Trait Indomitable, dass du nur auf die 4 plus wundest. Okay, das waren 2 Treffer, dann auf die 4. Ja, einmal, ich wiederhole einen für einen Kommandopunkt. Toll, Gott sei Dank. Nee, also einen auf die 4 plus. Einmal 4 retten. Ja, habe ich. Dann macht mein Troopmaster auf die 2, auf die 4. Jawohl.
Hat er nur einen Schuss mit der Pistole? Ja, ist nur einer. Habe ich aber auch. Okay, dann schießt mein Transporter direkt hinterher mit 6 Schuss auf die 3. Und das verwundet dann auf die 4. Mhm. So, das sind dann zweimal auf deinen Rüster, dann müsstest du einen 2er haben und genau. Einmal auf deinen 4er Retter. Ich mache erst den 2er Rüster. Ja, den kann ich mir, soll ich mir den gönnen? Ja, gönn dir das doch. Komm, kostet doch nichts. Du willst mir nur wieder ein CP rausleihen. Ich versuch's zumindest. So. Hat geklappt. Und jetzt auf den. Ich versuche den kurz auf eine 1 zu stehlen. Hat nicht geklappt. Den 4er Retter. Nö. Den kann ich nicht mehr rerollen. Kannst du nicht rerollen? Das sind dann. Ach, war das Welterpistole? Ja. Nee. Wollte ich gerade sagen, war doch die. Ich nehme alles zurück. Na? Das hat er überlebt. Man fühlt sich direkt erleichtert. Ja, ja, ich habe mir schon gedacht. Also ich habe mir auch ein bisschen mehr vorgestellt. Ja. Naja. Okay, wo magst du weitermachen? Wir machen einmal hier weiter bei dem anderen Trupp, der hier rüber geflogen ist. Die möchten gerne auf deinen Apothekarius schießen. Ja. So, das war es nämlich total clever. Jetzt hast du mir meinen letzten CP ausgelutscht und der ist nämlich Primaris. Jetzt hätte ich minus 1 to hit auf Transhuman, aber habe ich nicht mehr. Okay, dann ist das halt der Namenlose. Dann ist das jetzt gleich der Name unterhält. Ja. Ne? Auf die 3 treffen die Fusion Pistols. Ja, warum auch nicht? Widerstand, denke ich mal, wird 4 sein. Ja, richtig. Dann verwunde ich dich auf die 2. Das sind 3 mal minus 4. Da habe ich nichts gegen. Hast du nichts gegen. Die erste Melter für einen, der zweite für 3, der dritte für 3. Also insgesamt 3, 6, 7 mal auf 6 plus. 7 mal 4 no pain. Das ist ja für einen ausgewachsenen Apothekarius gar kein Problem. Nee, das sollte eigentlich machbar sein. Ah, Logo. Ja, das ist der einmal geschafft. Wie viel hat er? Der ist tot. Der ist tot. Ja. Und dann ist das auf jeden Fall gleich ein Punkt für Assassination. Das sind sogar 3, glaube ich. 3 Punkte bekommst du. 3 sogar? Ja. Okay. Für den Warlord 4, aber der ist ja nicht mehr der Warlord. Der Warlord ist auch Tavis Nails, ne? Wir machen einmal hier oben weiter. Ja. 4 Harlequin, 4x Fusion Pistol. Ich treffe dich auf die 3. Widerstand 5, ich verwunde dich auf die 3. Das ist einmal mit minus 4. Jetzt endlich kein Feel No Pain. Aber auf die 6, nein. Für 5, also einer geht. Einer tot. Und kommt diesmal, das war dein Anführer. Ja. Ja, nee, kommt keiner wieder, weil der Apothekarius ja auch tot ist jetzt. Genau. Dann möchte gerne mein, da oben mein schattenhafter Kollege, ja? Der möchte gerne mit seinem Dreischussprofil auf deine Centurions eröffnen, weil die ja noch nicht im Nahkampf stehen. Auf die 2. Auf die 3. Das ist eine Wunde, kein Minus. Das sollte ich schaffen. So, ich spiele nur noch Schach, habe ich ja erzählt. Jetzt sind die auf jeden Fall pinned down, die können kein Abwehrfeuer geben. Ja. Ja? Ich habe eh kein CP mehr. Okay. Dann möchte mein. Komm, ich schieße mit dem Halluzinogen-Granatwerfer. Das, ich muss mal gucken, ich glaube, der hat nur 12 Zoll. Das müsste aber. Nee, das passt nicht. 12 oder 18, ich gucke gleich nochmal nach. Wir machen hinten weiter, der Death Jester da hinten. Der dann? Der schießt einmal so quer, das ist durch kein Gelände durch, das geht so knapp dran vorbei, habe ich vorher geguckt. Ja. Mit seiner Waffe auf deinen Trupp da, das sind über 6 Mann. Ich treffe auf die 2 und das gilt als 3 Treffer. Ja. Jawohl. Ich habe eine Stärke von 6. Mhm. Ich verwunde auf die 3. Die haben alle minus 3. 3 Schaden. 4er Retter. Ja. Ist einer tot. Geht flöten. Ich schaue jetzt noch mal schnell nach, wie die Reichweite des halluzinogenen Granatwerfers ist und gehe dann gleich direkt über in die Nahkampfphase. Ja, ich habe noch mal geschaut. Der Granatwerfer hat eine Reichweite von 18 Zoll. Ich treffe dich auf die 2. Na? Und jetzt muss ich 2W6 würfeln und gleich oder höher deinen Moralwert von 8. Das habe ich geschafft mit einer 10. Und wenn mir das gelingt, bekommst du W3 tödliche Wunden für 2.
Ja, prima. Hat der hier noch einen? Ja. Super. Ja, ihr Kleinvieh macht auch was. Auf jeden Fall. Ich gehe in die Nahkampfphase über. Ja, bitteschön. Und zwar möchte ich mit meinem Vierer-Troop in deine... Ist drin. Ich möchte mit meinem Fahrzeug hinten in deinen Chapter Captain Master Tools. Jo. Und ich möchte mit meinem Inkan in deine Centurions. Kommt auch. Ja, dann positionieren wir ran. Ja, und dann prügeln wir uns ein bisschen rum. Gerne. So, Charge-Phase abgeschlossen. Wir sind in der Nahkampfphase. Wir hauen jetzt mit der, ja, mit der Kaschemme, mit dem Auto. Das Auto haut jetzt auf den Chapter Master Captain aufgewertet zu. Ne? Richtig. Wir haben 3 Attacken auf die 3. Wir haben Stärke 5. Wir verwunden trotzdem nur auf die 4. Richtig. Wir haben 2 Wunden geschafft, kein Minus, 1 Schaden. Das heißt 2er Rüster. Puh. Ja. Komm. Ach, du hast keinen mehr. Ich hab keinen mehr. Hast nichts mehr, ne? Nichts mehr. Ja gut, dann kriegt er einen. Ja. Hat er schon 2 verloren insgesamt? Hat er schon 2 weg. Das ist schlecht. Noch, boy. So. Das ist nicht schlecht. Soll er jetzt zurückkommen sofort? Oder? Ja, hau direkt zurück, ja. Weil dann Schlag auf Schlag hier. Der hat 4 Attacken im Profil. Jawohl. Shock Assault. Ja. Und der hat. Nee, ich bin ja selber nicht gecharged. Der hat nämlich Imperium's Sword und dadurch wird er auch nochmal eine Attacke bekommen. Aber ich bin ja nicht selber gecharged und habe auch keine heroische Intervention. Okay. Deswegen sind das nur 5 Attacken. Ja. Auf die 2. Auf die 2. Wiederholt sich selber nicht. Und Stärke 7 habe ich. Widerstand? 5. Auf die 3. 4 mal minus 3. Auf 4er Retter. Wie viel Schaden macht er? 2. 2, dann. Ja, nein, vielleicht. Ich wiederhole den. Ja. Nein! Ob er explodiert? Ja, tu es. Nein. Wie viel gehen denn kaputt? Meine Boys innen drin. 6 Leute sterben. 2? Sehr schön. Ach. Na gut. Machen wir gleich. Der wird doch nicht so namenlos sein hier. Der. Machen wir gleich. Machen wir gleich. Wir gehen über zu deinen Centurions. Ja. Ich habe 4, 8, 12, 16 Attacken, mit denen ich jetzt zuschlagen werde. Ja. Ich habe, glaube ich, nicht so viele Würfel. Der erste auf die 3. Machst du 2x8 oder was? Ja, ich mache jetzt 2x8. Jawohl. Dann verwunde ich dich auf die, ich habe Stärke 4, auf die 5. Das sind schon mal 3 Wunden mit minus 3. Ah ja. Dann auf die 5. Mhm. Boah, tough. Aber einer trotzdem tot. Ja. Ja. Dann dasselbe nochmal. 2, 4, 6, 8. Nochmal auf die 3. Ah, sehr viel schlechter. Was haben die für Waffen, die Jungs oder die Mädels? Haben Base Stärke 3, die Waffe, die Harlequin's Embrace, gibt den plus 1 Stärke, minus 3 Rüstungsdurchschlag und 1 Schaden. Ja, schnieke Waffe. Aber 5. Nix. Nüchte. Nüchte. Möchtest du direkt zurückschlagen? Soll ich dann auch zurückschlagen? Mit einem minus 1er. Ja, mach ich. Das sind, ich habe den Chef rausgenommen, ne? Ich blöd mal. Ja, kriegen wir hin. Komm, ich hole ihn dir. Holst du mir den? Der sollte ja eigentlich, aber ja, genau. Eigentlich, ihr habt das ja auch noch nicht so drauf, das Spiel. Ich spiele das erst zum 2. Mal. Ich wollte gerade sagen. Ne? So. Zum 2. Mal im 56. Battle Report. Der hat 3, also 4, also der Chef hat 5 Attacken. Mhm. Und weil du hast mich ja gecharged, ne? Und der andere hat 3, also 4 Attacken. Mhm. Minus 1 zu Hit, das ist also auf die. Auf die 4. Ah, das will ich doch sehen. Ja, ne, das freut dich, wa? Hm. Das freut das bisschen. 10 aufs Herz. Ein bisschen. Auf die 2, denke ich mal, ne? Mit Stärke 10. Ja. Dreimal auf deinen Retter. Dreimal auf die 4. Da gehen 2. Ja, sehr gut. Tschüss. Dann, jetzt bin ich mich auf zum den besten Nahkampf. Auf den gespannt hier, auf diesen Inkan. Inkan.
So, der Inkan hat 6 Attacken im Nahkampf. Ja. Mit Stärke 6. Ja. Ich treffe auf 2. Ja. Ich verwunde einen, ich wiederhole Einsen. Ja. Alles, was ich nicht verwunde, darf ich wiederholen. Das ist schön. So, auf die 2. Einsen wiederholbar. 2 Sechsen, Death to the False Emperor. Nein, das war nur ein Witz. Hätte mich nicht gewundert. Widerstand war 5 bei denen. Richtig. Dann auf die 3. Brauche ich nichts zu wiederholen. Das Schwert hat einen Durchschlag von -4 und macht W6 Schaden pro. -4? 5 Stück waren das? 6. 1, 2, 3. Ja, da brauche ich auch die 6. Ist ja gar kein Problem. Ja, 6 Sechsen. Ja. Du hast halt schon Schlimmeres getan. Ja, dann hauen wir raus den Schaden. Okay, das ist W6 Schaden pro. Ja, der hat einmal 3 Leben, das heißt der erste. Ah. Dann geht der. Dann haben wir nur noch 4. Ja. Der nächste. Für 1. Der zweite geht auch. Jawohl. Der dritte ist weg. Ah, komm. Der vierte ist auch weg. Ja, das war doch sportlich. Ja, dann mache ich gleich noch einen Moralwerttest für dich, weil der ist ja nicht mehr. Der kann zu keinem nicht mehr in den Nahkampf reingehen. Ich könnte jetzt noch consolidaten, schmaten, legen. Möchtest du? Mach ich gleich. Ich habe jetzt auch keinen Pile-In-Move gemacht, ist mir real. Ja, dann Moral. Ich mache Moralwert. Moralwert 8, das ist der Sergeant. Ja. Ich habe 4 verloren. Ich wollte schon wieder 2 verwirren. Ja, die alte Edition. Ja, ja. Ja. Ja, wunderbar. Dann ist der auch weg. Dann ist der Crew. Arrivederci. Gehen Sie rennen. Run to the fun. Jawohl. Was ist jetzt noch hier am Bach? So, wir haben alle Nahkämpfe gekämpft. Es ist soweit vorbei. Deine Runde. Ja, schön. Vierter Zug der Imperial Fists. Und ja, die Centurions sind hier natürlich mutig im Nahkampf stehen geblieben. Was sollen sie sonst noch machen? Der Chapter Master ist hier hingehüpft und versucht sich gleich diesen rosa Pinsel zu schnappen. Das muss da drin sein, damit er in die heiligen Hallen aufgenommen wird. Und hier auf der anderen Seite ist der Trupp, der noch erfolgreich den Moralwerttest bestanden hat, weil diese komische, wie hieß die Waffe hier, die macht noch -3 auf Moral oder ja, sowas. Das ist ne? Die Shrieker Cannon und dann auch die Relic, die hat ja jemanden vom Feld genommen. Da kriegst du automatisch -2 auf Moralwert. Das heißt, du musst es auf jeden Fall testen und das hast du bestanden. Ja, genau. Bin advanced. Für insgesamt 2, also 14 Zoll hier an das Tease of Terror ran. Das wird geborgen werden, hoffentlich. Das wird dann die letzte Aktion dieser Boys sein. Und damit ist die Bewegungsphase und Kommandophase und generell alle Phasen, Schussphase, alles abgehandelt. Machen wir die Nahkampfphase, würde ich sagen. Jawohl. Hier wird der Chapter Master gleich chargen, das geht mal ruhig hier hin, ich setze mal diesen Charge-Wurf, den kriege ich hin. Meinst du? Ja. Das ist bestimmt ein ganzer Zoll. Habe ich geschafft mit 5. Hey. Du kannst bestimmt noch Abwehrfeuer geben oder sowas. Nee, mach ich nicht. Machst du nicht? Mach ich nicht. Ja, hier sind wir noch im Nahkampf, dann brauche ich nichts machen. Und ja gut, dann wird es jetzt das Aufbäumen des... Ich gebe 2 Kommandopunkte auf meinen... auf meinen Troopmaster für blitzschnelle Reaktionen. Jawohl. Minus 1 auf deiner Trefferwürfe. Okay, also dann auf die 3. Gut. Na, kleine 4 macht auch Mist. Stärke 8 habe ich jetzt durch. Ja, auf Widerstand 3. Das ist auf die 2. Das ist richtig. Du hast noch eine 1 dabei. Ich gebe den TP aus, ist mein letzter, ist mir egal. Ich versuche dir den trotzdem noch zu stehlen. Ah. Ja, dann 5-mal auf deinen Retter. 5-mal auf die 4+. Okay, wie viel Schaden macht er? 2, ne? Ja. 2, 4, 6, ja egal was ich tue, der geht dahin. Yeah! I'll be a hero! I'll be a hero! Ja, dann... Ja, bleib wieder stehen. Nee, du kannst eh auch mit Nahkampfpistolen reinschießen. Also ob ich hier reinpeile oder nicht, ist scheißegal. Ne? Kann ich aber jetzt noch zurückschlagen, wenn du jetzt reinpeilen würdest.
Ist ja wie die Hose. Ja, nö. Ich mein, wenn du jetzt stehen bleibst, dann lurst du mich zumindest vom Missionsziel weg, wenn ich es nicht schaffe, dich zu erschießen. Na komm, so machen wir das. Ey, komm hier, du stehst und feierst. Meinst du? Ja, sicher. Meinst du? Ja. Na gut, komm, dann hole ich jetzt mal ein paar Würfel. Sind drei, ne? Ja. Achso, der hatte noch drei Lebenspunkte. Ich habe, glaube ich, den Lebenspunktmarker gerade hier entnommen. Hm, wo sind denn meine vergeilten Würfel? So, das sind 12 Attacken, die dich auf die 3 treffen. Das sind 9 Attacken, die dich auf die 4 wunden. Genau. Das sind, das war eine 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das klang gerade so gecheatet, das war eine 4. Nein, das war wirklich eine. Ne? 6 mal minus 3, 1 Schaden. 6 mal minus 3 ist die 4er Hälfte. Fort mit dir. Haha! Oh, oh. Ja. Das, ja. Ne? War ein kurzer Moment der Erleuchtung. Aber gut, besser kurzen als gar keinen, ne? Richtig. Na? Gut, wollen wir hier weitermachen? Ja. So, da sind wir wieder. Meine zwei Troops hier drin greifen jetzt noch im Nahkampf deine Centurions an. Wir haben insgesamt 8 Attacken, die dich auf die 3 treffen. Na, das ist geringe Ausbeute. Dann haben wir Stärke 4, das verwundet auf die 5. Ey, alle 3 minus 3, 1 Schaden. Oh, kriegst 2. Plus 2. Ja. 2 auch schon. So, dann hauen wir zurück. Schleier der Tränen ist weiterhin aktiv bis zur nächsten Psi-Phase. Das ist doch klar. Ja, das brauchst du eine extra Vene. Da liegt ja sogar eine Karte daneben. Ja, da kann man ja nicht vergessen. Ja, das ist möglichst alles. Dann auf die 4. Mhm. Ich hab aber irgendwie so ein leichtes Jucken, dass das jetzt so war. Auf die 2. Dreimal. Ja. Heldenhaft bleibt einer stehen. Nee. Obwohl. Nee. Gut. Sind die weg. Und ja, dann war das die Runde der imperialen Fäuste. Und dann gibt es die 4. Runde der verrückten Harlekine. Jawohl, los geht's. So, Runde 4 Harlekine, was ist passiert? Wir haben uns erstmal Punkte aufgeschrieben, in der Kommandophase einen Kommandopunkt hinzugekriegt, habe jetzt wieder 2. Ja, wir fangen einmal links mit der Bewegung an. Mein Shadow Seer ist 11 Zoll Richtung... ja, Sekundärmissionsziel, nee, einfach Richtung Missionsziel gelaufen. Missionsziel, ganz genau. Ja. Mein Death Jester ist stehen geblieben. Mhm. Mein zweiter Death Jester ist nicht grundlos dorthin gerannt. Gehe ich von aus. Ja, nicht grundlos. Oben die Troops sind stehen geblieben am Missionsziel. Mein Inkarn hat sich auf deine Centurions zubewegt und ihr seht einen frischen, ausgeruhten Fünfer-Trupp neuer Troops. Ein Trupp Troops. Ein Trupp Troops, yes. Der ist hinten aus dem Starweaver ausgestiegen, der jetzt immer noch am Missionsziel steht von dir. Und jetzt möchten die mal ihr Glück versuchen, ja, und die es nicht schaffen. Sollen sie. Sollen sie die Zähne ausbeißen. Wir gehen einmal über in die Psi-Phase. Ja. Ich zaubere für meinen Inkarn, das machen wir am besten hier, mein Inkarn da drüben. Der möchte einmal Ancestors Grace auf sich selber wirken. Das geht ab auf eine 6. Dann möchte er einmal deine Centurion smiten. Ja. Das funktioniert für W3. Für einen. Traurig. Der ist so traurig im Zaubern, der Typ. Ist echt schlimm, ne? Ja. Zweiter hat 24 Zoll, ne? Oder 18. Ja. Ich glaube 24 Zoll und 18 Zoll Reichweite. Also 34, ja, genau. Nein, Bannen war 24 Zoll und Reichweite muss mal 18 Zoll. Also nichtsdestotrotz komme ich mit dem zweiten auch ran. Auf jeden Fall. Ich möchte einmal auf meinen Troop Veil of Tears zaubern. Auf eine 7. Das geht nicht. Aber dafür hole ich mir noch einen Smite auf den Centurion-Trupp.
Das ist eine 10. Ein großer, ne? Nee, das ist über 10. Ach so. Ne? Für nochmal einen. Nee, dann reicht aber ganz genau. Hey. Das reicht ganz genau. Dann fällt mir direkt ein Würfel runter. Ne? Ich dachte, wir hätten Eier aus der Hose. Das ist schon lange passiert beim letzten Spiel. Da ist nichts mehr übrig geblieben nach dem letzten Spiel. Das ist einfach nur traurig. Ja, dann damit ist die Psi-Phase zu Ende und ich würde einfach sagen, wir gehen ganz schnell rüber in die Schussphase. Ja. Ne? Wir fangen einmal hier unten an bei meinem Humbling Cruelty Typen. Der hat drei Schuss Kreischer Profil, drei Treffer auf die Dreien. Das ist eine Rüstung und eine Rettung, bitte. Rüstung auf die 2. Ja, da ist mir die Rettung genommen. Und Rettung auf die 4. Ja, geht aber auch. Na, stark. Dann möchte mein Death Jester da oben. Der zweite möchte auch auf deinen Trupp hier schießen. Ein Schuss auf die 3. Minus 3, 3 Schaden. Also auch wieder auf den Redder. Auf den Redder. Ja, ein Redder losgeschmettert. Halluzinogen-Granatwerfer auf deine Centurions. Von wem? Von dem, ne? Von ihm. Das ja. Waren ja auch 18 Zoll wegen 2 Grad bemessen. Auf die 2. 2W6 größer Moral. Oh Gott. Nein, okay. Das funktioniert nicht. Ja, dann haben wir nur noch 5 Melter auf einen letzten verbliebenen Centurion. Das wird nichts das geben. Das sieht schwach aus bis hierhin. Das wird der überleben. Das wird der nicht überleben. Das wird der sowas Nein, von wird überleben. Der nicht. Auf die 3. Ah, ich gebe den letzten Kommandopunkt aus. Ja! Minus 6, ne? Ach nee, Moment. Ich habe ja noch einen dann. So. Minus 6. Auf minus die 6. Auf die 6. Ja. For the Emperor. Oh. Schade. Wie viel Damage? Gucken wir mal. 6. Ja. Schade. Weggeschmolzen, zu Schlacke verarbeitet. Volle Kanne, so richtig. Wunderbar, dann war das meine Phase. Ich entscheide mich aus Gründen, die ich jetzt hier nicht näher benennen werde, nicht dafür in den Nahkampf zu gehen. Aus Gründen. Ja. Und übergebe an dich. Hervorragend. Letzte Runde der Imperial Fists. Und ja, wie ihr seht, war keine gute Idee, nochmal auf den Planeten zurückzukommen. Das war irgendwie nicht so clever. Da hat wer auch immer eine falsche Entscheidung getroffen. Denn ja, jetzt hier die einzigen Peoples, die wir noch haben, sind hier die Vanguard Veterans. Die sind nach vorne gehüpft, stehen jetzt hier ziemlich günstig zwischen zwei, ja, was für immer, wie heißen die Typen? Death Justice. Death Justice. Ja, dann mache ich den Multicharge. Wir haben uns irgendwie beredet und besprochen, das scheint zu funktionieren, ne? Ja, also im Grunde genommen, du sagst einen Multicharge auf beide an und mit dem richtigen Wurf, hier, ich würde mal sagen 2 Zoll, kannst du ja beide angreifen. Ja. Nur mit einem vielleicht nicht, zuschlagen. Gibst du mal das Dice Tray, bitte? Das Dice Tray? Das liegt vor deiner Nose. Ja. Ich sehe schon, wir werden richtig denglisch heute. ja, komm. Aber solide. 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 Dann positionieren wir mal ganz kurz alles ran und dann gibt es hier ein letztes Gefecht. Und dann, ja, war das der Zug der Imperial Fists. Ja, jedenfalls stehen die Figürchen da so, dass die meisten oder viele halt noch schlagen können, bis auf der traurige Kerl hier in der Mitte. Mhm. Der Sergeant und der Hammerträger können auf ihn hauen und die drei Boys auf ihn. Okay. Wir fangen an mit dem Sergeant und mit dem Hammerträger. Der Sergeant kämpft zuerst. Der hat 3 im Profil plus reingerannt sind 4. Minus 1. Was hat der? Nee, der hat kein Minus. Was hat der für eine Waffe? Das Relic Blade hat er. Okay, dann auf die 3. Und Stärke plus 3 auf die, also 7. Widerstand 3. Auf die 3. Dann zweimal. Nee, auf die 2. Auf die 2 sogar. Was hast du noch Widerstand? Widerstand 3. Ach so. Dann dreimal auf deinen Retter, wenn du hast. 4er Retter, dann nehme ich ja schnell 2 Würfel zur Hand. 3 Würfel. Ja, auf meinen 4er Retter. Ja, 2 nicht geschafft. Das sind 4 Schaden. Insgesamt 4. Ja. Ich meine, damit ist er ausgeschaltet. Aber der zweite schlägt ja jetzt eh noch zu, ne?
Da ist noch einer im Thunderhammer, ja. Ja, komm, dann hau den Thunderhammer auch noch mit rein. Bringt ja nichts, die Attacken dürfen ja nicht verfallen. Auf keinen Fall. Ja. Auf die 4, mit dem Thunderhammer ist minus 1 to hit. Oh, das wird aber knapp. Oh mein Gott. Mein Gott. Hallo! So. Auf 2. Auf 2 hin. Ja. Mal gucken wir, ob der 4 Lebenspunkte hat. Ja, sonst wollen wir den anderen direkt mitmachen, weil wir können jetzt eh nicht mit nichts anderem mehr zuschlagen. Nee. Das sind dann 3, 6, 9 Attacken tief in die Tasche rein. Auf die 3. Jawohl. Das ist nicht schlecht. Und die haben Power Axt am Start, das gibt plus 2 Stärke, also Stärke 6. Auf Widerstand 3, auf die 2. Das sind dann 6 mal minus 2. Ich grab mir mal ein paar Würfelchen. Auf den 4er Retter. Wie viel Schaden? Jeweils nur einen, das steht noch. Okay, der kriegt 2 Schaden rein. Ja, dann schaue ich mal, ob der andere nur 4 Lebenspunkte hat. Ja. Und dann melden wir uns doch nochmal schnell. Der Kurs gecheckt und anscheinend hat er 5 Wunden, aber ich habe mir 1 CP für den Thunderhammer aufgespart. Ich treffe auf die 2, eben einmal gewundet auf die 1. Und den würde ich jetzt CP rerollen, wiederholen. Und ja, dann noch einmal auf deinen Retter, bitte. Ja, kommt. Aber wird wahrscheinlich auch gefilmt jetzt, ne? Und zack. Ja, trotzdem. Geschafft. Ja. Ich fasse es nicht, ich wollte es nicht. Ich wollte nicht. Ja, du wolltest, dass einer stirbt, dass dein komisches Viechchen nochmal sich teleportiert. Ja. Aber den Spaß gönne ich dir nicht. Das waren die Imperial Fists. Die verabschieden sich mit Glanz und Gloria nicht von diesem Planeten. Dann finale Runde für die Harlekine. Jawohl. So, ja, letzte Runde Harlekine. Bewegungsphase abgeschlossen. Meine Death Jester haben sich aus dem Nahkampf zurückgezogen. Mit Rising Crescendo dürfen sie sogar nochmal schießen. Ansonsten ist nicht mehr viel passiert. Ich habe hinten meine Troops noch nach hinten bewegt, um nochmal Behind Enemy Lines zu scoren in Verbindung mit dem Starweaver, der sich da noch versteckt. An allen Missionszielen steht nun ein mindestens ein Harlekin-Trupp. Wir gehen einmal über zur Psi-Phase. Ich versuche jetzt noch maximalen Schaden herbeizuführen. Mein Shadow Seer fängt an, einmal Smite auf deinen Vanguard-Trupp zu wirken. Das funktioniert einmal mit einer 8 für 3 Schaden. Oh, das ist ganz gut. Einer Dude und einer ein Lebenspunkt. Okay, dann macht mein Inkarn, der jetzt nicht mehr die Freude des nächsten Nahkampf genießen kann, das selber auf eine 6. Das funktioniert auch für nochmal 3. Nochmal 2 Tote. Mhm. Und dann, da es bisher noch nicht passiert ist, Gaze of Inead. Das ist eine 6. Jawohl. Und jetzt würfel ich einen Würfel und ich mache auf 1 nix, 2 bis 5 W3 und eine 6 W6 Schaden. Für 5. Ich wollte gerade mal sagen, Würfel, ich mache direkt W6, aber mach die 6 noch einfach so. Alles gut. 2, 4 und der hat noch einen Lebenspunkt. Jawohl. Da hast du auch irgendwas zu schießen. Ja, ich habe noch eine Schüsschenphase. Ja. Ich gehe einmal mit meiner Relic-Waffe und also auf meinem Death Jester da unten und schieße auf deinen, wird wahrscheinlich dein Anführer Sergeant. Ganz genau. Kollege sein. Jedenfalls das letzte Modell, was ich habe. Ja, auf die 2, auf die 3. Ja, einmal minus 3, 3 Schaden. Das wäre nur der 4er Retter. Nö, alles klar. Habe kein CP mehr. Das war's. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja. Eine Freude. Eine Freude. Eine Freude. Nur immer kurz. Wieder eine Freude gegen Harlekin zu spielen. Nur kurz, hat mir gerade die Hand gebrochen. Ja, cool. Dann kommen wir zurück zur Nachbesprechung, nicht wahr? Jawohl. Ja, wir kommen also zur Nachbesprechung und das Spiel ist aus. Deswegen sind wir jetzt auch bei der Nachbesprechung. Genau. Nicht wahr? Das stimmt. Es ist ausgegangen, 94 zu 32 für die Harlekine. Herzlichen Glückwunsch, mein Lieber. Dankeschön, das war ein wirklich knapper Pyrrhus-Sieg. Ja, bis auf den letzten Millimeter wurde hier gekämpft, denn es ging auf den letzten Punkt ganz knapp aus. Ja, gefühlt zumindest. In den Primärmissionen hast du geglänzt. Du hast 45 Punkte vollgescored, ich leider nur 15.
In den Sekundärmissionszielen hast du auch absolut geglänzt. Behind Enemy Lines hast du mit 12 Punkten gescored. Grind Them Down hast du auch mit 12 Punkten gescored. Und dieses wichtige Gebiet da, Dings Bums Bums, hast du auch mit 15 Punkten voll gescored. Ja, da bleibt mir eigentlich nur das Nachsehen. Ich hingegen habe Octarios Daten nur zweimal sammeln können. Dafür gab es 4 Punkte, Assassination nicht einmal geschafft und dieses wichtige Gebiet auch nur einmal geschafft für 3 Punkte. Ja, deswegen haben die Imperial Fists, die obersten Kommandeure der Imperial Fists, haben beschlossen, dass der Planet uns mal kann. Wunderbar, die Exoditenwelt ist wieder frei. Richtig. Die Elder haben einen weiteren Rückzugsort. Vom Spiel selber, die Mission an sich hat mir schon sehr zugespielt. Ja. Also für eine sehr bewegliche Armee, die, sag ich mal, auch viele Boni bzw. dem Gegner viele Malöre beim Schießen bereitet. Ja. Es war im Grunde genommen wie geschaffen. Ne? Ja. Du hattest jetzt eine sehr stationäre Armee. Mit einer Menge Punch. Also ich weiß, das sah zwar vielleicht anders aus, aber 3 Runden an einem Druck zu hängen, das ist schon hart. Mhm. In Verbindung mit dem Apothekarius. Ansonsten ein ganz, ganz großes Lob, weil zwischenzeitlich haben wir gemerkt, das Ganze ist ein bisschen einseitig, ne, aber Inquisitor hat durchgezogen. Ja, logisch. Ne, da wird nicht aufgegeben. Auf gar keinen Fall. Imperiale Verbissenheit. Ne? Bis zur letzten Patrone. Bis zur letzten Patrone und den letzten Tropfen Blut wurde da, ne, trotz dem Anbieten eines Remis, ne, alles, nein, der hat, ne, Purge the Xenos, ne, und es kann nur einen geben und das Imperium muss siegreich sein, das, so hat er hier geschrien und alles. Ne? Ja, hat es nicht soll sein. Also ganz großes Lob, auch an der Stelle in einer verzweifelten Situation nicht aufzugeben. Nein, ganz, ganz ehrlich. Ja, danke. Ja, ich fand auch, also die Mission kam dir voll zu Pass, ne, mit Movement davon, weiß nicht, 22 Zoll und dann noch die Melter Pistols. Du musst ja 28 Zoll, du musst so eine Deadly Zone oder eine Todeszone abstecken können. Ja, da war halt die Aufstellungszone totaler Murks. Deswegen habe ich ja versucht, so viel wie möglich in Reserve zu stellen. Die Sprungmodultruppen waren ja eh in Schockreserve und dann die die Centurion Devastor Trupp in strategische Reserve gesteckt. Ja, die erste Runde bzw. die zweite Runde hatte noch gut funktioniert, aber dann sind die Sachen eingebrochen. Ne? Ja. Egal, ich finde die Centurions trotzdem richtig schick, bin immer noch traurig und ich kann es nicht oft genug sagen, dass sie ja halt so fallen gelassen wurden. Ja. Wenn man, die haben kein Core-Keyword, die haben keinen Rettungswurf, auf denen geht nicht Transhuman, die können nichts wiederholen, dadurch, dass sie keine Core-Einheiten sind. Mhm. Aber trotzdem finde ich, die sehen einfach geil aus. Deswegen muss ich die einfach spielen. Ich kann es auch absolut nicht nachvollziehen. Ja. Also die sind damals so gehypt worden. Ne? Ja. Die haben eigene Riesenmodelle. Ich meine, das war ja so einer der letzten Schwünge, bevor sie mit Primaris um die Ecke kamen. Aber dass sie so gar nichts kriegen. Man könnte ja auch sagen, da steckt ein Primaris drin. Machen sie aber nicht. Schade, ja. Schade. Ich verstehe das nicht. Ich finde das auch wunderschön, aber... Ich werde die trotzdem weiterspielen. Ist mir egal, weil ich es einfach nur gut finde. Ne? Ja. Und die sind ja auch, wenn die Helds halt relativ viele Ziele haben und gut würfeln mit den Hurricane-Boltern, die man ja auch ausrüsten kann in der Brust oder halt mit den Raketenwerfern, wie ich sie jetzt hier hatte. Und dann halt die Graf-Kanonen. Ich habe jetzt alle mit Graf-Kanonen ausgerüstet, aber du kannst ja auch noch Laserkanonen oder Heavy-Bolter dran machen. Ne? Mhm. Müsste ich aber alle umbauen und abknipsen. Ne? Ja, da bin ich viel zu ungeschickt für, deswegen lasse ich das so, wie es ist. Mhm. Machen die trotzdem auch relativ gut Damage. Dieses minus 1 to hit war natürlich auch noch gut für dich, schlecht für mich. Ja. Die Vierer Retter, also bei einer anderen Armee vielleicht, bei der anderen Xenos-Armee, die vielleicht die ganz normale Regel hat, kann man diese Liste vielleicht nochmal spielen. Zur Rettung meiner Ehre, ich habe die Armee schon so lange, die war auch mal schlecht. Ja, ja, richtig. Ja, du musst dich ja für nichts entschuldigen, das ist ja vollkommen in Ordnung. Die Sprungtruppen fand ich auch ganz gut. Der Captain war ein bisschen tanky, der hat lang genug ausgehalten. Die Vanguard Veterans, die waren auch vollkommen okay und immer dabei. Der Apothekarius noch dafür Fallsadies, aber wenn die dann alle brechen und sterben, dann ist es halt so. Ja, ja, von meiner Seite, ich habe den Inkarn auf unser kleines Siegespodest gestellt, weil der hat jetzt tatsächlich nicht so viel gemacht, aber als er was gemacht hat, hat er da richtig gemacht. Ja, ne, hat den, war ja,
Ich glaube, der Devastator-Trupp, Centurion Devastator-Trupp, der kostet 425 Punkte oder so. Ja, da hat er seine Punkte fast doppelt rausgeholt. Ja. Ja, da kann man echt nichts sagen. Also, ich habe natürlich am Ende gehofft, dass einer meiner Death Jester tatsächlich deinen schrecklichen Attacken zum Opfer fällt und dann das Spielfeld anfängt zu vibrieren. Und ja, du musst dann auch, wenn du sowas machen willst, dann musst du auch die Würfel nehmen, die halt nicht so gut sind. Du würfelst ja auch wie ein junger Gott. Ja, das ist, ich habe lange geübt, lange gelernt. Ne? Ich bin 20 Jahre im Hobby. Ne? Ja, schön. Sieht man dir gar nicht an. Nee, ne? Ja. Ich bin so ein umgekehrter Benjamin Button. Ne? Ja, richtig. Ja, ansonsten habe ich halt noch meinen Shadow Seer mit reingetan. Gute Quelle für Mortal Wounds und guter Buffer bzw. Debuffer für die Gegner. Ne? Ja, und daneben steht einfach noch mein Starweaver. Ich meine, mein Troopmaster hat nicht viel gerissen, aber steht im Grunde genommen stellvertretend für die Combo Starweaver Fusion Pistol von Soaring Spite. Schnell, tödlich, hält ein bisschen was aus, schützt das, was fragil ist. Und, ne? Ja, darum geht's ja, ne? Ja. Ne, ich finde das gut. Das ist eine knallharte Liste, wie ich finde. Spielt eigentlich ungern gegen die Harlekine, weil ich ja weiß, was die können, weil die fies sind, weil die Tricks haben. Da denkt man ja gar nicht dran, aber wir haben uns heute verabredet. Ich wusste ja, dass du mitbringst. Du hast das gewollt. Ja, du wusstest auch, dass ich Imperial Fist spiele, also von daher ist alles gut. Genauso soll es sein. Gibt es noch was zu sagen? Wie gesagt, hat mir immer viel Spaß gemacht. Ne? Ich hoffe, dass ich demnächst mal nochmal mit meinen Grey Knights wiederkommen kann. Mit anderen Armeen, die jetzt gerade in der Mache sind. Ne? Ja, da hast du auch noch was in der Pipeline, ne? Ja, richtig, da steht noch, ich habe eine Menge Raketen im Keller, ne? Ich wollte sie gerne alle abfeuern. Wer hat sie nicht? Ja. Furchtbar. Ja gut, wir hatten eine Menge Spaß. Ich hoffe, ihr hattet auch eine Menge Spaß. Wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Battle Report wieder. Hören wir uns wieder beim nächsten Battle Report. Und bis dahin sagen wir, heiter weiter!